Mein Kollege Tom Manning und ich saßen an meinem Schreibtisch in den Räumen des Daily New Yorker und es herrschte wie so oft geschäftiges Treiben. Es war spät am Abend und der Redaktionsschluss näherte sich unaufhaltsam. Die diversen Artikel, Berichte und Reportagen mussten noch gegengelesen werden, damit sie in den Druck gegeben werden konnten. Manning las meinen Artikel und ich tat das Gleiche mit dem meines Kollegen. Macht es Sie glücklich, wenn Sie über die High Society New Yorks schreiben dürfen? Müssen, Hedge? Nein, Manning, sicherlich nicht. Aber es ist halt unser Job, darüber zu berichten, was die Leser interessiert. Ja, das ist wohl wahr. Wobei Mord und Totschlag ja auch nicht die wahre Erfüllung sein können. Finden Sie nicht auch? Das ist korrekt, Hedge. Aber ich finde es durchaus interessant, in welche Abgründe sich der Mensch hinabbegeben kann. Von diesem Schlag sind mir auch schon einige begegnet. Was Sie da in Ihrem Artikel geschrieben haben, liest sich wirklich grauenhaft. Die Amokläufe der letzten Zeit, ja. Was bringt Menschen nur dazu, solch schreckliche Taten zu begehen? Die Verzweiflung, Probleme im Leben, Schicksalsschläge. Die Gründe dafür könnten gar mannigfaltig genug sein. Wobei die Häufung dieser Ereignisse schon mehr als seltsam ist, finden Sie nicht auch? In der Tat. Von Zufällen kann man da wohl nicht mehr reden. Wollen Sie sich mit Ihrem guten Freund Professor Van Dusen diese Sache nicht mal näher anschauen? Und der Polizei und insbesondere Inspektor Mallory in die Quere kommen? Mallory? Wenn Sie mich fragen, so arbeitet der doch nur auf seine Pension hin. Und er ist dem Professor auch meilenweit unterlegen. Ja, das ist wohl wahr. Nun, der Artikel sieht für mich gut aus. Der kann so in den Druck. Dürfte ich mir ein Exemplar direkt ausborgen und damit zum Professor gehen? Sicher, gern. Ihr Artikel scheint auch in Ordnung zu sein. Der kann ebenfalls in den Druck. Sehr gut, danke. Ich bin gespannt, was der Professor zu diesen Amokläufen sagen wird. Mich würde es nicht wundern, wenn er diesen Fall schon gelöst hat, bevor ich damit überhaupt erst an den Professor herangetreten bin. Wundern würde es mich bei dieser Denkmaschine keineswegs, dass er schon Fälle löst, bevor er überhaupt erst von Ihnen weiß. Aber sagen Sie, ist dies überhaupt ein neuer Fall für den werten Herrn Amateurkriminologe? Nun, die Polizei tappt weiterhin im Dunkeln, beziehungsweise tut alle schrecklichen Ereignisse anscheinend nur als Einzelfälle, ohne Zusammenhang ab. Ja, das riecht mal wieder danach, dass man sich die Finger nicht schmutzig und das sich einfach machen möchte. Wie so oft, leider. Also gut, dann werde ich mal Schluss machen für heute und Ihren Artikel mitnehmen. Morgen früh statte ich dem Professor umgehend einen Besuch ab und werde mir mal seine Meinung zu diesen grausamen Vorfällen anhören. Machen Sie das. Und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, Hedge. Gerne, Manning. Ihnen einen schönen Abend. Ihnen auch, Hedge. Am nächsten Morgen suchte ich den Professor auf, um mit ihm über Mannings Artikel zu sprechen. Diese Amokläufe durften auch für ihn interessant sein. Und ich war gespannt darauf, welche Erklärung er dafür präsentieren würde. Ich war mir sicher, dass er umgehend eine Theorie dazu haben würde. Aber welche? Guten Morgen, Hedge. Setzen Sie sich doch. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Wieder irgendein angeblich übernatürlichen Nonsens, ein Spuk, der entlarvt werden will? Charlatanerie der simpelsten Sorte? Dafür wäre meine Zeit übrigens zu kostbar. Ich bekam gestern einen Artikel meines geschätzten Kollegen Tom Manning in die Finger. Darin geht es um die sich in letzter Zeit doch häufenden Fälle von Amokläufen, die sich hier in der Stadt ereignen. Ja, ich hörte davon. Und? Was erwarten Sie jetzt von mir? Soweit ich weiß, ermittelt die Polizei doch bereits in der Sache, beziehungsweise ermittelt nicht und hat sich schon einige Erklärungen dafür zurechtgelegt. Das ist richtig, in der Tat. Man tut es mehr oder weniger ab. Zufälle, Einzelschicksale. Faulheit? Wie meinen? Nicht die Faulheit der Täter, sondern natürlich die der Ermittler. Inspektor Mallory und seine Mannen scheinen sich einfach nicht näher mit diesen Vorfällen beschäftigen zu wollen. Oder vielleicht können sie es auch schlicht und ergreifend nicht. Inwiefern? Der Verstand der Ermittler reicht nicht aus, um sich eingehend mit einer Thematik im Besonderen auseinanderzusetzen. Und welcher? Der Psyche der Täter. Waren Sie krank?
Vielleicht sogar mehr als das. Ja, Sie könnten krank gewesen sein, aber auch dies muss eine Ursache haben. Von wie vielen Tätern reden wir hier? Es waren drei. Drei Täter, die jeweils einen dieser sogenannten Amokläufe begangen haben sollen. Diese fanden unmittelbar in kurzen Abständen statt, richtig? Ja, innerhalb von einer Woche. Haben Sie gestern eigentlich auch darüber gelesen, was im Westbrook-Sanatorium vor sich geht? Sie meinen diese eine Sache, in der es um... Nun ja, also... Also haben Sie nichts darüber gelesen? Geben Sie es doch zu, Hatch. Es ging halt nicht um die High Society oder ein Verbrechen, nicht wahr? Ja, da haben Sie recht, Professor. Aber nun gut. Es ist ja bekannt, dass Sie sich nicht für wissenschaftliche Themen interessieren. Also ich... Professor McGershaw hat die Leitung der Anstalt abgegeben und ist in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Von ihm habe ich bereits gehört. Hat er nicht... Bitte, Mr. Hatch, heucheln Sie kein falsches Interesse an einem derartigen Thema vor. Danke. Der Professor hat sich sehr verdient gemacht in Bezug auf die Erforschung des Geistes, des kranken Geistes. Was bringt einen Menschen dazu, Verbrechen zu begehen? Was löst den finalen Schritt hin zu einer schrecklichen Tat aus? Konnte er diese Rätsel lösen? Die eine Lösung wird es in diesem Bereich wohl nie geben. Aber er hat einige interessante Ansätze präsentiert und diese zu großartigen Berichten und Abhandlungen zusammengefasst. Sie sagten, dass McGershaw in Ruhestand gegangen ist. Das ist korrekt. Gibt es bereits einen Nachfolger und somit einen neuen Leiter der Anstalt? Sollten Sie etwa tatsächlich wissen, wohin mein Gedankengang führt, Hatch? Nun, Sie scheinen das Sanatorium und den Wechsel in der Leitung ja nicht zufällig angesprochen zu haben, oder? Ich sehe, Sie lernen dazu, Hatch. In der Tat. Die Nachfolge ist geklärt, was zunächst eine gute Sache zu sein scheint. Aber etwas scheint Sie zu stören, Professor. Was ist es? Zum einen stand der Nachfolger umgehend fest, was nicht damit zu tun hatte, dass es nur einen potenziellen neuen Anstaltsleiter hätte geben können, sondern damit, dass der mögliche Konkurrent plötzlich und ohne jede Andeutung den Stab des Sanatoriums verlassen hat. Aha. Wieso das? Der neue Leiter ist ein gewisser Dr. Fairbanks. Sein langjähriger Kollege ist Dr. Pollock. Letzterer ist nun nicht mehr im Westbrook-Sanatorium angestellt. Ich gehe davon aus, dass Dr. Pollock ebenfalls ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Professor McGershaw war, richtig? Ganz genau. Doch plötzlich wurde Pollock entlassen. Angeblich aufgrund von zweifelhaften Behandlungsmethoden, die dem guten Ruf des Sanatoriums geschadet hätten. Und Sie glauben nicht daran, beziehungsweise Sie vermuten, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht? Das gilt es herauszufinden. Weil Sie auch eine Verbindung zwischen den schrecklichen Taten der jüngsten Vergangenheit und dem Ränkespiel in der Heilanstalt sehen? Sagen wir so, es liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Denn wenn ich an eines nicht glaube, dann sind es Zufälle. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Polizei in Form von Inspektor Mallory denkt. Tja, der gute Inspektor. Eben nicht der gute Inspektor. Wenn er gut wäre, würde er in dieser Sache ermitteln und nicht von Zufällen reden. Dieser Mann hat anscheinend jegliche Fähigkeit verloren. Unglaublich. Aber Sie können mir einen Gefallen tun, Hatch. Ja, Professor? Wo wir schon vom Inspektor reden, könnten Sie ihm bitte einen Besuch abstatten, gleich morgen früh? Aber selbstverständlich, wenn er mich denn sehen möchte. Keine Sorge, das wird er schon. Sie finden immer Mittel und Wege, ihm mit Ihren Fragen den letzten Nerv zu rauben. Ich werde es versuchen. Aber was soll ich in Erfahrung bringen? Ich möchte wissen, ob es irgendwelche Verbindungen und Zusammenhänge zwischen den drei Tätern gibt oder nicht. Vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten, die dazu führen, dass wir ein klareres Bild von dieser Angelegenheit bekommen. Sie verstehen? Das sollte möglich sein. Und was werden Sie in der Zwischenzeit tun? Ich werde einem alten Bekannten einen Besuch abstatten, der sich ebenfalls nur zu gut mit kranken Geistern auskennt. Doch dazu später mehr. Der grinsende Gott.
Als ich mich am nächsten Morgen zum Polizeirevier aufmachte, beschäftigte ich mich weiterhin mit dem, was der Professor mir gestern Abend gesagt hatte. Sollte es tatsächlich eine Verbindung zwischen den Morden der vergangenen Tage und den Vorgängen im Sanatorium geben? Auszuschließen war dies sicherlich nicht. Doch noch konnte ich mir nicht vorstellen, dass dem so sein sollte. Oder wusste der Professor bereits wieder mal mehr, als er mir offenbaren wollte? Guten Morgen, Mr. Hedge. Na, wollen Sie mal wieder zum Chef? Und ob Kingsley? Ist der in seinem Büro? Ist er. Aber seine Laune ist heute mal wieder... Nicht die beste, ja, ja. Alles beim Alten also. Ja, so kann man es sagen. Ich weiß, das hält Sie sowieso nicht davon ab, mit ihm zu reden. So ist es. Sie wissen ja, wo das Büro ist. Viel Glück. Danke. Ja, das wusste ich in der Tat, da ich dem Inspektor schon einige Male zuvor einen Besuch abgestattet hatte. Und auch, dass er keine gute Laune haben würde, war alles andere als neu. Ich klopfte. Nein, Hedge! Guten Morgen, Herr Inspektor. Ich sagte doch nein! Und ich? Guten Morgen. Woher wussten Sie, dass ich es bin? Ich habe Sie an Ihren Schritten erkannt. Diese haben sich bei mir mittlerweile unverkennbar ins Hirn gebrannt. An Ihnen ist ja ein richtiger Detektiv verloren gegangen. Vorsicht, Hedge. Verscherzen Sie es sich nicht mit mir. Eigentlich sollte ich Sie nach dem letzten Zwischenfall gar nicht mehr empfangen. Wegen der Sache mit Mr. Edison und dessen Geistertelefon? Ja, ganz genau. Da hat mich Ihr werter Professor Van Dusen ganz schön vorgeführt und bloßgestellt. Das werde ich ihm so bald nicht vergessen. Ich gehe nämlich davon aus, dass Sie von ihm geschickt worden sind, als Laufbursche der Denkmaschine. Ich muss doch sehr bitten. Nein, ich bin aus einem anderen Grund hier. So, und aus welchem? Gestern Abend las ich einen Artikel meines geschätzten Kollegen Tom Manning gegen. Darin ging es um die Amokläufe der letzten Zeit. Ja und? Die Fälle sind aufgeklärt. Zufälle, sozusagen. Nun ja, was ist, wenn es keine Zufälle sind? Was wollen Sie damit sagen? Gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, Verbindungen zwischen den Opfern? Sie waren alle geisteskrank, aber angeblich als geheilt entlassen worden. Naja, jetzt sieht man ja, was man davon hat. Solche Leute werden niemals gesund. Aha. Und das hat Ihnen nicht zu denken gegeben? Warum sollte es? Damit war doch alles gesagt und geklärt. Mir ist das zu simpel. Wollen Sie mir etwa sagen, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe, Hedge? Nein, gewiss nicht, Inspektor. Aber ich habe da so ein Gefühl, dass mehr dahinter steckt. Wenn Sie meinen, für mich ist die Sache erledigt und der Fall abgeschlossen. Die Verrückten wurden allesamt zur Strecke gebracht und erschossen. Wer waren denn die Täter? Versprechen Sie mir, keinen Artikel darüber zu schreiben? Eigentlich darf ich Ihnen die Namen gar nicht sagen. Sie verstehen? Versprochen, Inspektor. Für den Daily New Yorker ist die Sache prinzipiell ebenfalls abgeschlossen. Manning hat seinen Artikel bereits geschrieben. Die Namen der Täter kommen darin nicht vor. Gut. Ah, hier haben wir sie. Also, die drei Täter hießen John Hickox, Anthony Walsh und Fred Kepler. Danke. Dürfte ich mir Ihre Anschriften notieren? Wieso? Ich würde den Behausungen der Verstorbenen gerne einen Besuch abstatten. Eigentlich haben wir dort alles untersucht und auf den Kopf gestellt. Die Wohnungen sind versiegelt. Könnten Sie für mich eine Ausnahme machen? Ich weiß zwar nicht, warum ich das tun sollte, aber vielleicht lassen Sie mich dann endlich in Ruhe. Das ist sehr nett von Ihnen, Inspektor Mallory. Sparen Sie sich Ihre Dankbarkeit. Ich will lediglich meine Ruhe vor Ihnen haben. Jetzt notieren Sie sich schon die Adressen und ich werde Kingsley informieren, dass er Sie begleiten soll. Nochmals, vielen Dank. Ich notierte mir alle Adressen der Täter und machte mich gemeinsam mit dem Polizisten Kingsley zur ersten Behausung auf. Im Vorfeld hatte ich mir eine Strecke zurechtgelegt, die am effektivsten war, sodass wir nicht unnötig doppelte Wege gehen mussten.
Zuerst war Wolfs ehemalige Wohnung an der Reihe, die in der 48. East lag. So, Mr. Hatch, bitte. Sie können eintreten. Danke, Kingsley. Eine Leiche wird uns hier aber nicht erwarten, oder? Natürlich nicht, das wissen Sie doch. Erstens werden die Körper recht schnell vom Tatort entfernt und zweitens wurde Walsh nicht in seinen eigenen vier Wänden erschossen. Hatte er eigentlich versucht, vorher ein Verbrechen zu begehen? Natürlich außerdem Mord an zahlreichen Mitbürgern. Soweit ich weiß, nicht. Ich war zwar nicht bei dem Einsatz dabei, aber meines Wissens nach hat Walsh einfach ein Messer gezückt und auf offener Straße wild auf die Bürger um sich herum eingestochen. Wo war das? Mitten auf dem Long Acre. Entschuldigung, Times Square. Schrecklich. Ja, es blieb den Kollegen keine andere Wahl, als ihn zu erschießen. Vielleicht finden wir hier ja Anhaltspunkte, was ihn zu dieser grauenhaften Tat trieb. Es wurde aber schon alles durchsucht. Wer weiß, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber eventuell wurde ja das eine oder andere Detail übersehen. Niemand ist perfekt. Wonach wollen Sie schauen? Das weiß ich noch nicht, aber wenn ich es sehe, werde ich es wissen. Es sieht hier recht ordentlich aus. Nicht wie die Behausung eines vermeintlich Geisteskranken. Ja, karg, aber ordentlich. Eine kleine Küchenzeile, ein Bett, ein Schreibtisch, ein Regal mit ein paar wenigen Büchern darin und so etwas wie ein Esstisch mit zwei Stühlen. Das ist nicht viel. Allerdings. Eine Schachtel. Sieht aus wie ein Geschenk. Daneben liegt ein Brief. Sie haben recht. Ein Abschiedsbrief? Sieht nicht so aus. Darf ich mir das alles genauer anschauen? Der Fall ist abgeschlossen und ich habe nichts gesehen, wenn Sie verstehen, Mr. Hatch. Und ob ich das tue? Danke. Was ist das? Sieht aus wie ein Buddha. Ein kleiner, grinsender Buddha. Das Geschenk ist von einem gewissen Dr. Pollock. Was sagen Sie da? Hier, lesen Sie selbst. Sagen Sie mal her. Danke. Sehr geehrter Mr. Walsh, zu Ihrer Entlassung wünsche ich Ihnen nur das Allerbeste. Anbei eine kleine aufmerksame Geste meinerseits. Dieser Buddha soll Ihnen Glück bringen. Reiben Sie seinen üppigen Bauch und Sie werden es erleben. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihren weiteren Wegen. Ihr Dr. Jonah Pollock. Kennen Sie den Arzt? Nein, das nicht, aber ich habe seinen Namen schon einmal gehört in Verbindung mit dem Westbrook-Sanatorium. Das ist ja interessant. Ja, jede Wette, dass Walsh dort Patient war. Unglaublich. Anscheinend wusste er wieder mehr. Wen meinen Sie? Schon gut. Meinen Sie, dass ich den Buddha ausleihen darf? Wie gesagt, ich habe hier nichts gesehen. Danke. Ich werde ihn in der Schachtel lassen und samt Brief mitnehmen. Vielleicht bringt es mich auf eine Spur. Beziehungsweise, ich bin mir bereits jetzt schon absolut gewiss, dass dem so sein wird. Da bin ich aber mal gespannt. Wären Sie so freundlich und würden mich auf dem Laufenden halten, Mr. Hatch? Aber selbstverständlich, Kingsley. Davon können Sie ausgehen. Lassen Sie uns nun von hier verschwinden. Hier wird es nichts mehr von Interesse geben. Im Übrigen würde ich es nicht ausschließen, dass wir bei den beiden noch ausstehenden Adressen ebenfalls diese Geschenke finden werden. Wie Sie sagten, Mr. Hatch, eine weitere Schachtel, ein weiterer Brief. Erneut unterzeichnet von Dr. Jonah Pollock. Und eine weitere kleine Buddha-Statue. Eine Verbindung scheint wohl jetzt eindeutig zu sein. Davon ist auszugehen. Was meinen Sie, Mr. Hatch? Was könnte es mit den kleinen Figuren auf sich haben? Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beantworten. Tut mir leid. Aber vielleicht kann das ja Ihr Professor Van Dusen, die Denkmaschine. Der Professor? Wie kommen Sie auf ihn? Nur so eine Eingebung. Ja, ich werde Ihnen die Statuen wohl zeigen. Ganz gewiss sogar. Aber vielleicht sind es auch einfach nur Geschenke.
mehr nicht. Ja, wer weiß. Reiben Sie seinen üppigen Bauch. Ist etwas? Nein, schon gut. Wir sollten uns nun zu Fred Keplers Wohnung aufmachen. Ich denke auch, dass wir hier bei Mr. Hickox alles entdeckt haben, was es zu entdecken gab. Also auf in die nächste Wohnung in der 31. Straße West. Was sollte es mit den Buddha-Statuen auf sich haben? Waren es wirklich nur kleine Gesten und Geschenke, Glückwünsche zur Entlassung der ehemaligen Patienten des Westbrook-Sanatoriums? Dies würde sich alles noch zeigen. In Fred Keplers karger Wohnung erwartete uns jedenfalls ein identisches Bild, wie in den beiden vorherigen Behausungen. Wie erwartet, ein weiteres Geschenk und dazu ein Brief mit Genesungswünschen sowie dem Hinweis, den Buddha zu streicheln. Ja, alles höchst seltsam. Dies dürfte wohl kaum zu einer nachträglichen Therapie gehören, die Dr. Pollock für die Zeit nach der Entlassung angesetzt hat. Ich kenne mich mit Psychologie in keinster Weise aus und erlaube mir daher auch kein Urteil darüber, gehe aber ebenfalls davon aus, dass das Geschenk nicht Teil einer Behandlung ist. Darin sind wir uns also einig. Wie geht es nun weiter? Wollen Sie den Buddha ebenfalls reiben? Bei George, nein, davon lasse ich die Finger. Nachher beseitige ich durch eine derartige Handlung noch Beweismittel. Ja, Sie haben vermutlich recht, wobei der Fall so oder so abgeschlossen ist. Die Todesfälle bzw. Amokläufe sind es, kein Zweifel. Aber ich habe da so ein Gefühl, dass mehr hinter alledem steckt. Zufälle sind diese Sendung jedenfalls nicht. Was haben Sie nun vor? Man sollte diesem Dr. Pollock mal einen Besuch abstatten. Er dürfte am besten wissen, was er mit diesen Geschenken beabsichtigt hat. Das steht außer Frage. Vielleicht gehören sie sogar zu den zweifelhaften Behandlungsmethoden, die der Doktor an den Tag gelegt haben soll. Was meinen Sie? Nichts. Es ist nur so, Dr. Pollock ist nicht mehr am Sanatorium angestellt. Interessant. Ja, aber nichts, was Sie belasten müsste, Kingsley. Wohin soll es jetzt gehen? Ich werde mich mit den Geschenken auf zu Professor Van Dusen machen und dann sehen wir weiter. Soll ich Sie begleiten? Nein, danke, das ist nicht nötig. Aber was berichte ich denn nun Inspektor Mallory? Ja, eine gute Frage. Ich kann ihm ja schlecht sagen, dass wir hier nichts gefunden hätten und später, falls sich wirklich etwas aus diesen Funden ergeben sollte, präsentieren der Professor und Sie ihm vollendete Tatsachen. Wissen Sie was? Ich habe die Lösung. Ach ja? Ich höre. Sagen Sie Mallory doch einfach die Wahrheit. Ich verstehe nicht. Es ist doch ganz einfach. Sie berichten nur das, was sich hier tatsächlich zugetragen hat. Die Geschenke fanden Ihre Kollegen doch auch schon vorher hier vor. Die wurden ja schließlich nicht nachträglich in die Wohnungen gelegt. Das ist korrekt. Ihre Kollegen haben sich vorher nichts dabei gedacht. Das wird jetzt auch nicht so sein. Dass ich die kleinen Päckchen mitgenommen habe, das wird Mallory nicht interessieren. Für ihn ist der Fall ohnehin abgeschlossen. Vermutlich wird er nicht einmal danach fragen, was unser Besuch hier ergeben hat. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Wenn der Professor jetzt neue Anhaltspunkte entdecken sollte, dann ist das nicht Ihre Schuld. Und Mallory wird sich damit abfinden müssen. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Professor ist ohnehin nicht das Beste. Derartige Bemerkungen hat der Inspektor immer mal wieder geäußert, ja. Dann wären wir uns einig? Ja. Es ist nichts geschehen. Warum sind wir eigentlich hier? So möchte ich Sie hören, Kingsley. Guten Abend, mein werter Mr. Hatch. War Ihr Streifzug durch Manhattan erfolgreich? Das bejahe ich mit Nachdruck. Was haben Sie denn in den Unterkünften von Walsh, Hickox und Kepler gefunden? Sie wissen von den dreien? Aber natürlich. Ich war nicht untätig. Aber wie sind Sie auf diese Namen gestoßen? Dazu komme ich gleich. Zunächst habe ich mich eingehend mit den Vorkommnissen der jüngsten Zeit rund um das Sanatorium beschäftigt. Dr. Pollock? Unter anderem, ja.
Ich zweifle an der Akkuratesse seiner Entlassung. Und an dessen angeblich falschen Behandlungsmethoden? Exakt. Ich habe bereits eine Theorie, was sich zugetragen haben könnte. Doch solange ich keine Gewissheit und ein paar weitere Nachforschungen angestellt habe, werde ich diese für mich behalten. Das können Sie doch sicherlich verstehen, Hatch, oder? Ja, natürlich, Professor. Gut. Ich habe Ihnen übrigens etwas mitgebracht. Aus den Wohnungen der Täter, nehme ich an? Ja, sehen Sie nur. Diese drei Schachteln fanden der Polizist Kingsley und ich dort. Legen Sie sie bitte hier auf den Tisch, danke. Alle Päckchen waren mit Briefen von Dr. Pollock versehen. Das kann ich mir vorstellen. Zeigen Sie mir bitte einen von Ihnen, ja? Hier, bitte. Danke, Mr. Hatch. Sehr geehrter Mr. Hickox, Entlassung, das allerbeste, kleine aufmerksame Geste. Buddha soll Glück bringen, reiben Sie seinen üppigen Bauch. Alles gut auf Ihren weiteren Wegen, Ihr Dr. Jonah Pollock. Und? Was meinen Sie? Später. Lassen Sie mich jetzt bitte einen Blick auf die Schachteln werfen und deren Inhalt. Die Buddha-Statuen, nehme ich an? Ja, richtig. Haben Sie sie berührt? Nein, das habe ich bewusst vermieden. Gut so. Aber warum? Ich wollte keine Beweismittel vernichten, falls sich Fingerabdrücke darauf befinden oder dergleichen. Sehr rücksichtsvoll von Ihnen. Die werden wir auf der Statue aber nicht mehr finden. An Ihnen wurde bereits gerieben, so wie es in dem Brief von Dr. Pollock vorgeschlagen wurde. Da haben Sie wohl recht. Natürlich habe ich das. Und jetzt verrate ich Ihnen, wie ich auf die drei Patienten kam. Ich hatte mich zum einen informiert, wer die letzten Patienten von Dr. Fairbanks und Dr. Pollock waren. Eben jenes Trio. So ist es. Zum anderen erkundigte ich mich, wer die Täter waren, die hinter den Amokläufen der letzten Zeit steckten. Erneut besagte drei Herren. Abermals richtig. So stellte ich unmittelbar eine Verbindung zwischen den grausamen Taten und den Vorgängen im Westbrook-Sanatorium her. Dazu kommen nun diese Geschenke, wie wir sie mal bezeichnen möchten. Buddha. Buddha. Glauben Sie an Buddha? Ist Buddha eine Wissenschaft? Nein, wohl eher eine Religion. Somit haben Sie sich Ihre Frage bereits selber beantwortet. Für Religion habe ich nur äußerst bedingt etwas übrig. Eher gesagt, rein gar nichts. Für mich gibt es keinen Gott. Ist schon gut, Professor. Sehen Sie, Hatch, meine Bücher, all diese Wissensansammlungen. Ja, ich weiß, Sie sind ein Mann. Zahlen, Formeln, Gleichungen, das ist es, was mich interessiert. Fakten! Nur diese werden uns ans Ziel bringen und vor allem auch dazu führen, dass wir diesen rätselhaften Fall aufklären werden. Da pflichte ich Ihnen bei. Und ich bin auch der Meinung, dass wir... Reichen Sie mir die Schachteln. Bitte? Die Schachtel mit den Figuren. Ja, natürlich. Danke. Telef, billigster Tant. Soll ich die Statuen entsorgen? Nein, das nicht. Aber die Wertlosigkeit dieser sogenannten Geschenke beweist mir, dass Dr. Pollock oder wer auch immer den ehemaligen Patienten diese Päckchen hat zukommen lassen, es mit der Großzügigkeit nicht sonderlich ernst gemeint haben kann. Eine Finte? Durchaus im Bereich des Möglichen. Tun Sie mir bitte einen Gefallen, Mr. Hatch. Selbstverständlich. Welchen? Bevor wir uns in Kürze zum Westbrook-Sanatorium aufmachen und ich Ihnen berichte, woher ich von den entlassenen Patienten weiß, möchte ich Sie darum bitten, nach Chinatown zu gehen. Chinatown? Ja, ganz recht. Finden Sie heraus, woher diese Figuren stammen. Ich bin mir sicher, dass sie dort von demjenigen, der hinter alledem steckt, gekauft worden sind. Dr. Pollock? Nicht unbedingt. Dem werden wir übrigens auch noch einen Besuch abstatten müssen. Mich würde seine Sicht der Dinge brennend interessieren. Vermutlich weiß er gar nicht, dass wir beide uns mit diesem Thema beschäftigen. Zunächst mache ich mich auf nach Chinatown. Am besten unverzüglich. Denn so wie ich Ihre Ausführungen verstanden habe, steht uns in der nächsten Zeit noch einiges bevor. So ist es, Mr. Hatch. Nehmen Sie eine der Figuren mit. Die anderen beiden behalte ich zunächst für weitere Untersuchungen hier. Gehen Sie schon! Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass nun Eile geboten ist. Ich tat, worum mich der Professor bat, und machte mich auf nach Chinatown. Eigentlich ist dies keine Gegend, in der man sich am Abend herumtreibt. Doch ich hatte das Gefühl, dass die Zeit drängte, so wie Professor Van Dusen insistierte.
Also schritt ich die Straßen entlang, an Garküchen, Wäschereien und diversen Läden mit allerlei exotischen Kostbarkeiten vorbei. Nach und nach bahnte ich mir einen Weg durch die zahlreichen Geschäfte auf der Suche nach diesen kleinen Buddha-Statuen. Ohne Erfolg. Doch dann machte ich eine Entdeckung. Hallo? Ist hier jemand? Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Mein George, Sie haben mich erschreckt, guter Mann. Das lag nicht in meiner Absicht, Sir. Tut mir leid. Schon gut, ja. Sie können mir durchaus helfen. Hier, könnten Sie sich bitte diese Figur anschauen und mir verraten, ob sie aus Ihrem Laden stammt? Ich bin mir nicht sicher. Meine Erinnerungsvermögen ist nicht das Beste, Sie verstehen. Ich verstehe. Hier, $5. Langsam killt meine Erinnerung wieder, wenn Sie einen weiteren... Schon gut, hier sind weitere $5. Ersparen Sie mir bitte das Theater. Danke, sehr großzügig von Ihnen. Ja, ich verkaufe diese Figuren hier. Diese gibt es null bei mir. Keine andere Händler in Chinatown besitzt solch exklusive Ware. Sicher. Schauen Sie, hier vorne. Ja, ich sehe. Ein Buddha reiht sich an den anderen. Möchten Sie welche kaufen und vielleicht verschenken? Nein, mir reicht der eine hier. Aber vielleicht können Sie mir verraten, wer in der letzten Woche mehrere dieser Figuren erworben hat. Hier sind Ihre weiteren $5. Ich habe viele Kunden. Ich verkaufe viele Figuren. Bitte ein weiterer Schein. Und dazu die Information, dass es sich um einen Arzt, einen Doktor gehandelt haben könnte, der bei Ihnen eingekauft hat. Jetzt, wo Sie es sagen, so eine Valhil. Ein Doktor? Ja, einen Moment. Ich werde in mein Kassenbuch schauen. Bitte kommen Sie mit mir zum Lesen. Hier steht es. Sein Name war Pollock. Ja, Doktor Pollock. Er kaufte 3 Dieselfiguren. Interessant. Können Sie mir den Mann näher beschreiben? Er trug einen gepflegten Schnurrbart und eine Nickelbrille. Außerdem einen Strohhut mit grünem Band. Danke. Damit haben Sie mir sehr geholfen. Nichts zu danken. Möchten Sie vielleicht noch eine Kleinigkeit erwerben? Nein, ich... Wie wähle es mit Tiegelhoden? Bitte, was? Oder Drachenmantillen aus gemahlenen Lobbenpenissen. Sie wirken wahre Wunder für die Potenz. So, lassen Sie mich. Das ist ja widerlich. Lassen Sie mich los. Beehlen Sie uns bald wieder. Unglaublich. Das nächste Mal wird sich der Professor selber in die Höhle des Löwen begeben. So viel ist sicher. Was tut man nicht alles für einen guten Freund? Nach dieser seltsamen Begegnung in Chinatown begab ich mich nach Hause und ging direkt zu Bett. An Schlaf war zunächst nicht zu denken. Aber als ich mich dann doch noch in Morpheus' Arme begab, plagten mich schreckliche Albträume, in denen ich von Tigern und Drachen heimgesucht wurde. Mit einem nicht zu verachtenden Schlafdefizit machte ich mich am nächsten Morgen zunächst auf, um den Professor abzuholen, den ich dann zum Apartment von Dr. Pollock begleitete. Dort angekommen, nahm dieser seltsame Fall eine erneute, merkwürdige Wendung. Apartment 5 muss es sein. Das ist hier, Professor. Ah, sehr gut. Danke, Hatch. Wer ist da? Haut ab! Mr. Pollock, wir würden gerne mit Ihnen reden. Ich aber nicht mit Ihnen. Wie auch immer Sie sein mögen, los, hauen Sie ab und lassen Sie mich in Ruhe. Mr. Pollock, bitte. Mein Name ist Professor S.F.X. van Dusen. Professor? Von Professoren und Doktoren habe ich mehr als genug. Verschwinden Sie!
Bitte, Mr. Pollock, lassen Sie uns herein und über Ihr Dilemma reden. Ich bin mir sicher, dass Ihre Behandlungsmethoden nicht falsch waren und Sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Woher wissen Sie davon, Professor? Van Dusen, wenn Sie uns bitte eintreten lassen würden, hier auf dem Flur lassen sich solch delikate Angelegenheiten nur schwerlich besprechen. Na gut, kommen Sie rein. Setzen Sie sich bitte. Danke. Sie sind also der Ansicht, dass ich die Patienten im Westbrook-Sanatorium nicht falsch behandelt habe, ja? In der Tat. Was Sie meinen? Sind Sie da etwa anderer Meinung, Dr. Pollock? Was ändert das noch an der Tatsache, dass man mich entlassen hat und alles gegen mich spricht? Das mag sein, aber dies geschieht doch alles nach dem Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter, oder sehe ich das falsch? Nein, Sie haben recht, Professor. Ich habe mich nicht gegen meine Kündigung gewehrt und mich meinem Schicksal ergeben. Aber wer hätte denn auch für mich Partei ergreifen sollen? Professor McGershaw? Tut mir leid. Der war an allem, was das Sanatorium betraf, nicht mehr interessiert. Er hatte damit abgeschlossen und sich voll und ganz auf seinen Ruhestand konzentriert. Wir, also Dr. Fairbanks und ich, sollten das Ganze unter uns ausmachen. Verstehe. Wissen Sie denn, was nach all diesen Vorgängen geschah? Nein, ich verbarrikadierte mich hier in meiner Wohnung und gab mich dem Alkohol hin. Ja. Das sieht man. Zeigen Sie Dr. Pollock bitte die Geschenke. Welche Geschenke? Na, die Sie in Chinatown gekauft haben. Chinatown? Hier, bitte. Was ist das? Öffnen Sie die Schachteln bitte, aber berühren Sie auf keinen Fall den Inhalt. Das ist eine Buddha-Statue. Drei dieser Sorte haben Sie in Chinatown bei Mr. Wong erworben. Was soll ich getan haben? Ich kenne keinen Mr. Wong und ich habe auch nichts in Chinatown erworben. Sie irren sich, Mr. Hedge, ich bin Reporter von Daily New Yorker. Nein, ich irre mich nicht. Mr. Wong schlug sogar in seinem Kassenbuch nach und gab mir eine Beschreibung Ihrer Person. Es war Ihr Name, Dr. Pollock. Ihr Äußeres trifft ebenfalls zu. Der Schnurrbart in Kombination mit Ihrer Brille, da dürfte kein Irrtum vorliegen. An dem Garderobenständer am Eingang hängt ein Strohhut mit grünem Band. Ja, und? Aber wenn ich es Ihnen doch sage, ich war nicht in Chinatown. Ich war auch nie bei einem Mr. Wong. Ich habe auch keine Buddha-Statuen erworben. Die Äußerlichkeiten, nun gut, auch das muss nichts bedeuten. Ein Schnurrbart kann man sich wachsen lassen oder sogar ankleben. Ein Hut, wie ich ihn gelegentlich trage, bekommt man in jedem besseren Kaufhaus hier in Manhattan. Da pflichte ich Ihnen in jeglicher Hinsicht bei, Dr. Pollock. So wird es sich vermutlich sogar abgespielt haben. Was? Aber Professor, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sogar mein Faller, Hatch. Dr. Pollock, sagen Ihnen die Namen Walsh, Hickox und Kepler etwas? Aber natürlich, Sie waren ehemalige Patienten von mir. Sind Sie der Ansicht, dass Ihre Behandlung im Sanatorium abgeschlossen war? Nein, in keinster Weise. Sie befanden sich zwar auf einem guten Wege, mehr aber beim besten Willen nicht. Rein hypothetisch gesprochen, würden Sie sich jetzt noch behandeln, ist das korrekt? Ja, in der Tat. Ich hatte mir dazu auch schon einige Gedanken gemacht. Potenzielle Behandlungsmethoden, Sie verstehen? Die drei Herren sind tot. Was? Sie wurden von den Behörden nach sogenannten Amokläufen kaltblütig erschossen. Das ist ja nicht zu fassen. Wie schrecklich. Und die Polizei? Unternimmt nichts. Man hat die Fälle zu den Akten gelegt. Deshalb hat sich auch noch niemand mit ihnen in Verbindung gesetzt. Man lässt die Angelegenheit auf sich beruhen. Die Täter sind allesamt tot. Reden konnten sie somit auch nicht. Für mich sind sie keine Täter, sondern Opfer. Opfer der Umstände. Aber sagen Sie mir, Professor, woher wissen Sie von meinen ehemaligen Patienten? Sagt Ihnen ein gewisser Dr. Kowalski etwas? Kowalski? Ja, der Name sagt mir leider durchaus etwas. Eine Schande für alle rechtschaffenden Mediziner und Doktoren. So kann man es ausdrücken, ja? Er schuldet mir noch den einen oder anderen Gefallen. Und deshalb befinde ich mich in der äußerst glücklichen Situation, mir wichtige Krankenakten oder derlei ähnliche gelagerte Dokumente von ihm zukommen zu lassen. Verstehe.
Deshalb gehe ich wohl auch recht in der Annahme, dass Mescalin nicht Bestandteil einer erfolgreichen Therapie bei derartigen Patienten ist, oder? Mescalin? Wie kommen Sie darauf, Professor? Gott bewahre. Mescalin würde vermutlich eher zum gegenteiligen Effekt führen. Wobei ich das nicht mit völliger Gewissheit sagen kann, befürchte es aber. Erzählen Sie mir etwas über Ihre Patienten, Doktor. Nun, sie alle wurden zu mir gebracht, da in ihnen ein nicht zu verachtendes Gewaltpotenzial schlummerte. Immer wieder gerieten sie in Schlägereien, griffen Menschen aus ihrem Umfeld an, explodierten von der einen Sekunde zur anderen, teilweise ohne irgendwelche Anzeichen. Es kam nicht selten auch zu häuslicher Gewalt. Ja. Alle zeigten sich kooperativ, als man ihnen empfahl, sich in Behandlung zu begeben. Ja, zwar nicht immer sofort, aber letztendlich wurden sie zu meinen Patienten und es gab auch keine Zwischenfälle, die darauf hindeuteten, dass sie sich zu derartigen Gewalttätern entwickeln könnten. Aber ihr Hinweis auf das Mescalin stellt alles in einem anderen Licht dar. Diese Buddha-Figuren, die wir mitgebracht haben, wurden ihren ehemaligen Patienten zugestellt und im Vorfeld mit Mescalin eingerieben. Bei diesen Sendungen befand sich ein Brief, der angeblich aus ihrer Feder stammt. Sehen Sie selbst, Hatch? Hier, werfen Sie bitte einmal einen Blick auf die Unterschrift. Moment, was steht hier? Geste? Oder? Ja, mit meinem Namen unterzeichnet. Auf Anhieb würde ich sogar bestätigen, dass das meine Unterschrift ist. Aber? Man sieht, dass sie zwar imitiert wurde, aber mit Bedacht darauf, sie möglichst authentisch auf das Papier zu bringen. Ihr fehlt der Schwung und bei den beiden L's merkt man deutlich, dass man versucht hat, so akkurat wie möglich die Bögen zu übernehmen. Es sind leichte Unebenheiten drin. Kleinste Wellen, als hätte jemand unter großem Druck gestanden. Sehr gut beobachtet, Dr. Pollock. Also stammen diese Briefe und Sendungen keineswegs von Ihnen? Nein, auf gar keinen Fall. Und entlassen hätte ich die drei Patienten niemals, schon gar nicht so kurz vor dem Ziel. Gut. Kowalski behauptete übrigens, Sie hätten Mescalin von ihm erworben. Eine Unverschämtheit. Ich tätige mit diesem Subjekt keine Geschäfte. Eine widerwärtige Person, dieser Mann. Das dachte ich mir. Jedenfalls habe ich bereits eine Theorie. Diese gilt es nun zu beweisen, was nicht unbedingt eine leichte Aufgabe darstellen dürfte. Möchten Sie mir davon berichten? Später, wenn alles passiert ist. Noch ist es dafür zu früh. Ich möchte zunächst, dass Sie hier in Ihrer Wohnung bleiben und Mr. Hatch und mich weiter ermitteln lassen. Und frönen Sie bitte nicht weiter dem Alkohol. Jedenfalls nicht in diesen Mengen. Ja, Mr. Hatch, danke. Ich werde es beherzigen. Jetzt, wo mein Schicksal nicht mehr derartig düster ausschaut, werde ich meine Sorgen nicht mehr in billigem Fusel ertränken müssen. Das hoffen wir. Es ist noch ein weiter Weg, aber ich bin zuversichtlich. Machen Sie es gut, Dr. Pollock. Bis bald. Machen wir uns jetzt auf zum Sanatorium? In der Tat. Wir haben einen Termin um 12 Uhr mit Dr. Fairbanks. Interessant. Was erhoffen Sie sich von diesem Meeting? Vielleicht sogar schon die Lösung dieses Falles? Antworten auf alle offenen Fragen? Sie nehmen mich auf den Arm, Professor. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sie haben recht. Ich erlaube mir gerade einen kleinen Spaß mit Ihnen. Nein, so einfach wird es wohl leider nicht werden. Aber Sie gehen auch davon aus, dass Dr. Fairbanks mehr weiß oder sogar hinter alledem steckt. Auszuschließen ist es jedenfalls nicht. Hierbei handelt es sich um ein gefährliches Spiel, so viel steht fest. Ein Spiel auf höchster psychologischer Ebene. Nach dieser Begegnung mit dem äußerst bemitleidenswerten Dr. Pollock machten Professor Van Dusen und ich uns also auf den Weg zum Westbrook-Sanatorium. Ich persönlich wäre schon viel früher dort aufgetaucht, um bei Dr. Fairbanks vorstellig zu werden, damit er Rede und Antwort zu den vorzeitig entlassenen Patienten hätte stehen können. Guten Tag dir.
Professor SFX van Dusen und Mr. Hedge, nehme ich an. Ja, so ist es. Guten Tag. Guten Tag. Dr. Fairbanks erwartet Sie bereits. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Gerne. Mir behagt es hier nicht sonderlich. Wieso das, Mr. Hedge? Die Schreie, das Gelächter, das ist nicht meine Welt. Sagten Sie nicht, dass es jeden Tag kurz vor Redaktionsschluss des Daily New Yorker ebenfalls so zugeht? Sehr witzig, Professor. Nun haben Sie sich nicht so, Hedge. Wir dürften jeden Moment das Büro von Dr. Fairbanks erreicht haben. Da wären wir, meine Herren. Dr. Fairbanks, Ihre Gäste sind da. Danke, Simmons. Sie können dann gehen. Bitte, kommen Sie doch herein, Professor van Dusen. Mr. Hedge? Setzen Sie sich doch. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Wasser, Kaffee, Tee oder lieber etwas Alkoholisches? Nein, danke, wir... Mescalin. Bitte? Damit kann ich Ihnen leider nicht dienen, Professor. Nicht? Und würden Sie damit behandeln? Ich bitte Sie. Sie wissen genauso gut wie ich, dass man damit nicht behandelt. Auf gar keinen Fall. Dennoch wurde es getan. Zigarre? Nein, danke. Also, ich hätte nichts gegen eine gute... Wir möchten nicht. Danke. Ja, es wurde Mescalin angewandt, aber nicht von mir. Dr. Pollock, er... Sie halten inne? Es ist einfach eine Schande. Er war so ein guter Arzt. Ein Psychologe, wie er im Lehrbuch steht. Sie haben ihn entlassen? Nein, das hätte ich nie im Leben übers Herz gebracht, gewiss nicht. Ich habe ihn als Kollegen sehr geschätzt. Es war Professor McGirshaws letzte Amtshandlung, bevor dieser in seinen wohlverdienten Ruhestand ging. Was ihm dann wiederum keine andere Wahl ließ, als Sie zu seinem Nachfolger und somit zur neuen Anstaltsleitung zu bestimmen. Worauf wollen Sie hinaus, van Dusen? Nichts. Es war eine reine Feststellung. Glauben Sie mir, niemand weiß besser als ich, wie diese Ernennung auf Außenstehende wirken mag. Ich versichere Ihnen, ich habe mit dieser Entscheidung nicht das Geringste zu tun. Gab es denn noch andere Kandidaten außer Ihnen und Dr. Pollock? Nein. Professor McGirshaw überlegte kurz, ob er die Stelle ausschreiben lassen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Die Einarbeitungszeit wäre einfach zu gering gewesen, als dass man einen externen Mitarbeiter auf diese Position hätte ausreichend vorbereiten können. Verstehe. Womit McGirshaw keine andere Wahl blieb. Ja, so ist es. Wie gesagt, das ist kein leichtes Erbe, das ich hier angetreten bin, das versichere ich Ihnen. Ich muss gestehen, ich hatte mich bereits sehr auf einen ehrlichen und aufregenden Wettstreit mit Dr. Pollock gefreut. Doch es sollte leider nicht dazu kommen. Kommen wir nochmal auf das Thema Mescalin zu sprechen. Das scheint es Ihnen angetan zu haben. Mir nicht. Wie dem auch sei, wird es hier überhaupt eingesetzt und an Patienten angewandt? Werden damit oder mit ähnlich gelagerten Mitteln Experimente durchgeführt? Wo denken Sie hin, Professor? Um Gottes Willen, nein. Wir haben uns hier in Westbrook auf die Heilung verständigt, nicht auf irgendwelche Experimente oder dergleichen. Und Sie haben auch kein Mescalin in der gesamten Einrichtung vorrätig? Nein, wir haben es nicht und wir beziehen es auch nicht. Gut, sehr gut. Was ich aber nicht verstehe... Ja? Warum wurden die drei Patienten Walsh, Hickox und Kepler entlassen? Ihre Behandlung war doch gar nicht abgeschlossen, oder? Nun, da müssen wir uns hier im Hause wohl eingestehen, nicht in bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Als ich von deren Entlassungen erfuhr, die mich ebenfalls äußerst überrascht haben, war es bereits zu spät. Die drei hatten ihre schrecklichen Taten zu dem Zeitpunkt schon begangen? Ja, leider. Man hätte sie niemals gehen lassen dürfen, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Dr. Pollock hatte dafür gesagt? Richtig. Es war seine letzte Handlung hier und diese führte ebenfalls dazu, dass er entlassen werden musste. Sie haben doch sicherlich die Entlassungsschreiben hier. Dürfte ich sie bitte lesen? Nun, wenn Sie unbedingt möchten, Professor, einen Augenblick. Danke. Hier, bitte. Die drei Entlassungsschreiben, unterzeichnet von Dr. Pollock. Ja, danke. Interessant. Nun, das sieht mir doch alles sehr eindeutig aus. Was hat Dr. Pollock nur dazu bewegt? Ich kann mir leider beim besten Willen keinen Reim auf seine letzten Handlungen machen. Vielleicht war es der Konsum, der seine Sinne vernebelt hat. Konsum? Ich möchte natürlich keine bösen Gerüchte in die Welt setzen, aber ich glaube, dass Jonah nun ja, wie soll ich sagen,
irgendeiner Substanz gefrönt hat. Sei es der Alkohol oder eine Droge, ich weiß es nicht genau. Er wirkte die letzten Tage vor seiner Entlassung seltsam verändert. Wie hat sich das dargestellt? Er gab wirre Anweisungen von sich, wollte entgegen den Anstaltsstatuten Experimente und bizarre Untersuchungen durchführen. Ich sah sein Ende hier kommen. Da blieb Professor McGurshaw natürlich keine andere Möglichkeit, als Dr. Pollock zu entlassen. Ja, leider. Einfach tragisch. Jonah hat seine durchaus vielversprechende Karriere mehr oder weniger systematisch selber hingerichtet. Sagt Ihnen der Name Dr. Kowalski eigentlich etwas? Nun, ich kann es nicht leugnen, diesen Namen schon mal gehört. Und diesen nicht gerade sympathischen Mann sogar diverse Male gesehen zu haben. Interessant. In welchem Zusammenhang? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass er so etwas wie ein Dealer für Dr. Pollock war. Schlimme Sache. Können Sie das beweisen? Nein, leider nicht. Es wäre mir auch durchaus recht, wenn man in diese Richtung nicht weiter ermitteln würde. Ich möchte nicht mit diesem Mann in Verbindung gebracht werden. Mein Ruf und der des Sanatoriums könnten darunter leiden, Sie verstehen. Natürlich, natürlich. Warum haben Sie die Patienten eigentlich nicht zurück in die Anstalt holen lassen? Dafür war es zu spät. Zum einen kam ihr Tod uns zuvor und zum anderen hätte es aus bürokratischen Gründen wiederum recht lange gedauert. Einfach so hätten wir sie nicht zurück in diese Räumlichkeiten holen können. Es lag ja immerhin eine rechtskräftige Entlassung vor. Nun, wir wollen den werten Doktor aber nicht länger von seiner Arbeit abhalten. Er hat sicherlich noch eine ganze Menge zu tun und wir ebenso. Ja, aber... Nicht doch, die Herren. Für Sie nehme ich mir natürlich gerne die Zeit, vor allem in einer derartigen Angelegenheit, die dringend der Aufklärung bedarf. Das sehe ich ganz genauso, Dr. Fairbanks. Ich werde Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Dürfte ich Sie direkt morgen früh erneut beehren? Sagen wir um 10 Uhr? Nun, wenn Sie bis dahin bereits neue Ergebnisse und Erkenntnisse vorliegen haben, selbstverständlich, gern. Ja, davon kann sie ausgehen, die werde ich haben. Also gut, morgen um 10 Uhr. Erneut hier im Sanatorium. Danke. Ich freue mich bereits sehr auf unser erneutes Zusammentreffen. Ich mich auch, Professor. Bis morgen dann. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ihnen natürlich auch, Mr. Hatch. Simmons? Ja, Sir? Geleiten Sie die beiden Herren bitte hinaus. Morgen beehrt uns der gute Professor bereits wieder. Selbstverständlich, Sir. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Bis morgen, Dr. Fairbanks. Auf Wiedersehen, Doktor. Das war eine sehr inspirierende Unterhaltung. Ich bin mir nun absolut sicher, den Täter zu kennen. Ach, ist dem so, Professor? Aber ich dachte, Sie könnten es nicht beweisen, dass... Au! Ja, der Fall ist nun völlig klar. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Morgen wird sich alles aufklären und der Täter wird hinter Schloss und Riegel wandern. So wahr ich die Denkmaschine Professor SFX van Dusen bin. So, da wären wir, die Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Simmons. Ja, auf Wiedersehen. Professor, was wollten Sie mir soeben verdeutlichen? Wissen Sie wirklich, wer der Täter ist? Wer es ist, war mir schon die ganze Zeit über klar. Ich habe nun versucht, denjenigen aus der Reserve zu locken und ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Doch zunächst brauche ich noch den einen oder anderen Beweis, um zu meiner Theorie 100%ige Gewissheit zu erhalten. Und nun, wie verfahren Sie weiter? Zunächst werde ich mich heute Abend noch an einen anderen Ort begeben. Doch danach sollte ich alle Steinchen für dieses gewitzte Mosaik beisammen haben. Und der Fall kann zu einem Abschluss gebracht werden. Ich werde mich bei Ihnen melden, Hatch. Halten Sie sich bereit. Heute noch? Wenn alles sich so zusammenfügt, wie ich es erwarte, dann ja. In den späten Abendstunden kann es zu einer Entscheidung kommen. Gut, ich werde Ihnen zur Verfügung stehen. Okay. Ich werde mich melden, sobald ich Sie brauche. Kann es gefährlich werden, Professor? Gut möglich. Aber ich werde gewisse Sicherheitsmaßnahmen treffen, die Sie kennen dürften, Hatch. Sie machen es äußerst spannend. Sie glauben ja gar nicht, wie spannend es wird. Warum befinden wir uns denn schon wieder am Westbrook-Sanatorium, Professor? Wollten Sie Dr. Fairbanks nicht erst morgen früh wieder treffen? Diese Angelegenheit bedarf nun höchster Eile. Wieso das? Was haben Sie herausgefunden? Wo waren Sie denn noch am Abend? Oh, jetzt! Sehen Sie am Tor!
Das sind doch... Ganz genau, der ehrenwerte Dr. Fairbanks und sein Handlanger Simms. Der Hühne trägt einen Koffer. Darf ich Sie zum Bahnhof begleiten, Dr. Fairbanks? Was? Van Dusen? Das ist doch... Nun, was verschafft mir diese Ehre zu so später Stunde? Und wieso Bahnhof? Das wissen Sie ganz genau, Doktor. Deshalb auch Ihre Vorkehrungen, nicht wahr? Sie meinen den Koffer? Nun, ich bekam heute eine wichtige Nachricht. Man verlangt nach mir in einer äußerst dringenden Angelegenheit. Rein zufällig in einer anderen Stadt? Ja, genau. Ich... was soll diese Scharade? Simmons! Verstanden, Doktor. Inspektor, Sie können aus Ihrem Versteck kommen. Was? Die Polizei? Aber warum? Guten Abend, die Herren. Kingsley, kümmern Sie sich um diesen Simmons. Ja, Sir. Was? Ich... Nein! Das wäre geschafft. Dürfte ich Sie nun alle in die Anstalt bitten? Ich glaube, es gibt einiges zu klären. Darf ich nun endlich erfahren, was hier gespielt wird? Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Natürlich nicht. Deshalb ließen Sie Ihren Gorilla auch auf den Professor und Mr. Hedge los. Ich fühlte mich bedroht. Warum lauerten die beiden Herren mir auch auf? Warum wollten Sie Hals über Kopf verreisen? Wie ich bereits sagte, ich wurde in einer dringenden Angelegenheit um Hilfe gebeten. Und sie bedurfte keines Aufschubes. Ach, wirklich? Die da wäre? Für mich sah das eher nach Flucht aus. Lächerlich. Schluss jetzt. Professor Van Dusen, klären Sie uns alle bitte auf. Mein Bett ruft mich. Ja, das genießt natürlich bei Ihnen oberste Priorität, nicht wahr? Würden Sie nicht so viel schlafen, dann wäre dieser Fall bereits früher aufgeklärt worden. Doch Sie haben lieber weggeschaut. Die offensichtlichen Hinweise in Form von kleinen Buddha-Statuen geflissentlich ignoriert. Was erlauben Sie sich? Los, sagen Sie schon, worum es hier überhaupt geht und warum ich zu dieser nachtschlafenden Zeit gemeinsam mit Kingsley diesen Mr. Wong verhaften und hierher bringen sollte. Also schön, Dr. Fairbanks. Ich nehme an, Sie kennen diesen Mann. Nein. Wer soll das sein? Ich treibe mich auch nicht in Chinatown herum. Woher wissen Sie, dass wir Mr. Wong aus Chinatown haben holen lassen? Nun, ich... Das Spiel ist aus, Doktor. Sie haben die Buddha-Figuren, die Sie an Dr. Pollocks ehemalige Patienten verschickt haben, von Mr. Wong erworben. Ist es nicht so? Aber ich... Ja, es stimmt, ich gebe es zu. Es war nicht Dr. Pollock, der bei mir eingekauft hat, sondern Dr. Fairbanks. Er bezahlte mir viel mehr Geld, als eigentlich nötig gewesen wäre, um die Figuren zu entstehen. Sie lügen! Sie Dreckiger! Ich habe eine Schwäche für Geld. Wie so viele Menschen. Ich kann kein Geschäft ausschlagen, auch wenn es nicht immer ganz legal ist. Sie haben für eine gewisse Extrasumme Dr. Pollocks Namen in Ihr Kassenbuch eingetragen. Ja, in Absprache mit Dr. Fairbanks. Ich wollte diesen gut zahlenden Kunden nicht verlieren, Sie verstehen? Ich sollte stets Dr. Pollocks Namen angeben, falls jemand gezielt nachfragen sollte, wer die Figuren von mir erstanden hat. Aber Sie sind ohne Widerstand zu leisten mit uns gekommen und haben alles gestanden. Das wird Ihnen noch zugutekommen. Danke, Herr Inspektor. Das Mescalin wiederum bekam Sie von Dr. Kowalski. Das hat dieser mir ebenfalls gebeichtet. Dieser verlogene Hund? Ich glaube, in diesem Fall sagte die Wahrheit. Auch hier haben Sie dafür gesorgt, dass gegen eine höhere Geldsumme als gewöhnlich Dr. Pollocks Name ins Spiel kam, obwohl es um Ihren Mescalin-Konsum ging. Das ist eine Unverschämtheit! Sowas muss ich mir nicht bieten lassen, ich... Sie bleiben schön hier, Fairbanks. Leugnen Sie es nicht. Sie bezogen das Mescalin von Kowalski. Den Großteil dürften Sie wohl selbst über einen gewissen Zeitraum konsumiert haben. Die Buddha-Figuren rieben Sie mit ein wenig davon ein und ließen ein Kurier die sogenannten Geschenke zur Entlassung zu Dr. Pollocks ehemaligen Patienten bringen. Nein, ich... Es wurde alles so arrangiert, dass McGarshaw keine andere Wahl hatte, als Dr. Pollock zu entlassen, beziehungsweise Sie unmittelbar als seinen Nachfolger zu benennen. Damit hatten Sie alles erreicht. Unsinn! McGarshaw war von mir überzeugt. Er hatte mein Talent erkannt.
Mir sagte man etwas anderes. Nicht wahr, Dr. Pollock? Was? Guten Abend, die Herren. Was wollen Sie hier? Sie haben hier nichts mehr verloren. Ich habe Ihnen Hausverbot erteilt und... Professor Van Dusen überredete mich, diesem Treffen beizuwohnen, damit sich endlich alles aufklärt und die Wahrheit ans Licht gelangt. Warum sind Sie denn nicht gleich zur Polizei gegangen und haben mich um Hilfe gebeten? Hätten Sie mir denn geglaubt, einem angeblich süchtigen und dazu noch falsch behandelnden Arzt? Kaum. Meine Lage war aussichtslos. Ich griff in meinen eigenen vier Wänden zur Flasche und lebte in den Tag hinein. Ich hatte mich und den Kampf um das Sanatorium aufgegeben. Somit unwahrscheinlich, dass der Inspektor Ihnen Glauben geschenkt hätte. Er hat ja in der Sache nach den Amokläufen auch keinen Finger krumm gemacht. Ach, was wissen Sie denn schon, Hatch? Kümmern Sie sich lieber um Ihre reißerischen Schlagzeilen in Ihrem Käseblatt. Bitte, meine Herren, kommen wir zur Sache zurück. Dr. Pollock, Professor McGershaw hatte Sie im Vorfeld von seinem Rückzug aus dem Sanatorium informiert. Einen wirklichen Wettstreit um seine Nachfolge sollte es doch gar nicht geben, oder? Nein, er hielt mich immer für den besseren Arzt und Psychologen und hatte mich schon frühzeitig über seine Pläne in Kenntnis gesetzt und mich als neuen Anstaltsleiter auserwählt. Ich war immer so etwas wie ein Sohn für ihn. Lächerlich. Absolut lächerlich. Also blieb Dr. Fairbanks keine andere Wahl. Er musste sie irgendwie aus dem Weg räumen. Was ihm auch gelang. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe Sie überführt, Fairbanks. Spätestens in dem Moment, als ich Ihre zitternden Hände sah, die nach den kranken Akten in Ihrem Büro griffen, da dämmerte es mir, dass Sie vergeblich versucht hatten, Dr. Pollocks Unterschrift zu fälschen. Dem ungeübten Auge mag so etwas nicht auffallen. Doch einer Denkmaschine wie mir entgeht dies nicht. Was wissen Sie denn schon? Es war mir dann ein leichtes, die Zusammenhänge zu sehen. 2 + 2 = 4, immer und überall. Wer ist denn eigentlich dieser Dr. Kowalski? Sollte ich ihn kennen? Nein, sollten Sie nicht. Wenn Sie nur einmal Ihre Arbeit machen würden, Inspektor Mallory, dann wüssten Sie vielleicht, wer dieser Mann ist. Doch da Sie dies einmal mehr nicht getan haben, sind wir ja erst hier. Ihre Untätigkeit und vielmehr noch Unfähigkeit hat erst zu dieser Zusammenkunft geführt. Und nun möchte ich Sie darum bitten, dass Sie Dr. Fairbanks und seinen Handlanger Simmons verhaften. Was ich? Ihr Ton gefällt mir ganz und gar nicht, Professor Van Dusen. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind und wen Sie hier vor sich haben? Im Gegensatz zu Ihnen forsche ich tiefgründiger und hinterfrage die Dinge. Und wen ich vor mir habe? Meine ehrliche Antwort? Einen faulen Taugenichts. Das reicht. Hinaus mit Ihnen, Van Dusen. Ich will Sie nie wiedersehen. Hören Sie? Nie wieder. Eines noch. Dr. Pollock? Ja? Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nun wie vorgesehen die Leitung des Westbrook-Sanatoriums übernehmen werden? Davon ist auszugehen, ja. Ich werde die von Professor McGershaw für mich vorgesehene Position einnehmen und dafür sorgen, dass es nie wieder zu derart schrecklichen Vorfällen kommen wird. Ich danke Ihnen, dass Sie mir neuen Mut verliehen haben und ich weiterhin meinen Beruf ausüben kann. Das freut mich zu hören. Sie müssen mir nicht danken, das habe ich gerne getan. Vielleicht kann ich Sie in der nächsten Zeit besuchen und wir können uns über das höchst interessante Gebiet der menschlichen Psyche austauschen? Sehr gerne, Professor. Sie sind herzlich eingeladen. Mr. Hatch, Sie natürlich auch. Danke. Zunächst werde ich damit beschäftigt sein, einen packenden Aufhänger über die Geschehnisse der letzten Zeit zu verfassen. Das wird aufregend. Ich sehe die Schlagzeile bereits vor mir. Die Quelle des Wahnsinns oder das Geheimnis des grinsenden Gottes oder... So beruhigen Sie sich schon, Mr. Hatch. Sonst wird Dr. Pollock Sie als ersten neuen Patienten hier begrüßen dürfen. Wie bitte? Ich...